So, einen wunderschönen guten Abend auf Maverick TV, meine Freunde. Zu einem abendlichen Samstagsformat. Wir sprechen heute über Visionen und über Hater. Wie ihr schon dem Titel entnehmen konntet. Aber bevor wir dazu kommen, zeige ich euch erstmal, was ich mir für die Runde bei Kaufland gegönnt habe. So, Freunde, bei dem stabilen Angebot 40% Rabatt musste ich natürlich nochmal zuschlagen und habe viermal die Müllermilch Nociola Nuss gekauft. Und dazu für 59 Cent Lebe, Lache, Liebe, die gute Jogurette im Mini-Format. Insgesamt für stabile 2,95 diese 5 Produkte. Hut ab. Das gibt es nur bei Kaufland. So, meine Freunde, legen wir mit der Samstags-Late-Night-Show mal los. Vision, Freunde. Ja, die ganz besonderen Menschen auf diesem Planeten haben Visionen. Das sind Dinge, die sie für möglich halten, die die ganze Masse für unmöglich hält. Deswegen steht man in den meisten Fällen mit seiner Vision alleine da. Das Wichtigste an der Sache ist, Freunde, man darf den Glauben an sich selber nicht verlieren. Die Vision muss immer im Gehirn verankert sein, für immer. Da führt kein Weg dran vorbei. Sicherlich muss man, um die Vision zu realisieren, ab und zu mal einen anderen Weg einschlagen. Aber grundprinzipiell darf man sich nie von außen beeindrucken lassen und anfangen, an seiner Vision zu zweifeln, Freunde. Ich habe mit euch auf jeden Fall sehr, sehr viel vor. Mit der treuen Maverick Army. Und ich werde sicherlich niemals meine Vision aufgeben, das Ziel, was ich mit euch vorhabe, zu erreichen, zu erreichen. Wir werden das früher oder später definitiv erreichen, Freunde. Das wollte ich mal nur klarstellen, ne? An die da draußen, die meine Vision und die Maverick Army bekämpfen. Ihr habt keine Chance. Null. So, Freunde, kommen wir zu den Hatern. Wenn es gar nicht läuft, hat man keine Hater. Umso besser es läuft, kommen immer mehr von diesen negativen Unmenschen hinzu und versuchen, einen daran zu hindern, die Vision möglich zu machen. Ja, die Hater, das sind kleine Kreaturen, die haben meistens Komplexe, die sehen nicht gut aus. Meistens sind sie auch talentlos. Und wenn sie merken, dass Menschen mit einer Vision
versuchen diese umzusetzen und zu realisieren, sind sie sehr sauer und frustriert. Freunde. Und deswegen fangen sie aus Frust und aus Wut, weil sie niemals, nicht ansatzweise das erreichen können, was die Visionäre erreichen werden, an auszurasten. Sie sind sauer, böse. Was ich euch damit sagen will, es ist besser, an einer krassen Vision zu scheitern, als so ein Hurensohn von Mensch zu sein, der anderen Steine in den Weg legt. Und alles negativ bewertet und verurteilt. Deswegen, meine Freunde, feiere ich ja die Maverick Army so sehr. Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen, Freunde. Ich möchte mich bei euch, bei den treuen Supportern bedanken für euren Support. Wir machen die ganze Zeit weiter und werden etwas sehr, sehr Großes eines Tages, und speichert euch diese Sätze jetzt ab. Eines Tages, Freunde, werdet genau ihr, die Ersten von der Maverick Army, sagen: Ich habe dieses unfassbare Ding mit aufgebaut als einer der Ersten. Und das ist etwas sehr, sehr Krasses. Wir werden Geschichte schreiben, meine Freunde. Das steht außer Frage. Und in dieser Stadt etwas aufbauen. Ja. Was sehr, sehr viele Menschen begeistern wird. In diesem Sinne, meine Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Maverick Army ballert einen Daumen hoch. Die frustrierten Hater einen Daumen runter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Samstag. Abend, Freunde. Natürlich vergessen. Peace out da.